Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen im Café-Restaurant Drachenhaus. Mein Name ist Mirko von Pronsinski und wir kochen heute einen schönen, leichten Hauptgang. Ein gebratenes Zanderfilet mit Möhren-Ingwer-Fettuccine und Kartoffelsalbei-Chips. Für unseren Hauptgang benötigen wir Kartoffeln, Salbei, Ingwer, Möhren, Ei und das Zanderfilet. Gut, wir fangen an mit den Kartoffelchips. Dafür nehmen wir uns eine Kartoffel. Wir schälen die. Dann schneiden wir die einmal in der Mitte längs durch. Und dann kann man je nachdem, wie man möchte, mit dem Messer dünne Scheiben runterschneiden. Je dünner, desto besser. Dann brauchen sie nicht so lange im Ofen. Reicht schon. Die legen wir uns jetzt hier auf dem Blech. Dann nehmen wir uns den Salbei dazu. Den Salbei. Einfach die Blätter zupfen. Wichtig ist, dass sie nicht über den Rand der Kartoffel kommen. Dann das Eigelb. Die Kartoffel leicht betupfen. Die andere Kartoffel drauflegen. Und etwas salzen. Man muss sie auch gar nicht so doll salzen, weil nachher, wenn sie aus dem Ofen kommen, kann man sie auch gerne nochmal nachsalzen. Die Kartoffelchips, die schiebe ich jetzt bei 160 Grad bei Umluft ungefähr 15 Minuten in den Ofen. Gut, nun kommen wir zu den Möhrenfettuccine. Dafür brauchen wir die Möhren. Die nehmen wir uns, schälen die. Je länger die Möhren sind, umso besser ist es, weil dann wirkt dieses Bild der Möhrenfettuccine einfach besser und es sieht nicht aus wie klein gehacktes. Bei den Möhren ist genauso wie bei den Kartoffeln. Je feiner man arbeitet, umso besser ist es. Wer nicht mit dem Messer so geschickt ist, kann gerne einen Sparschäler nehmen und einfach immer lang ziehen. Zur Not geht auch eine Aufschnittmaschine oder eine Mandoline, ein Hobel, was man gerade zur Hand hat. So, nun kann man entscheiden, wie dick man diese Nudeln haben möchte, ob es Bandnudeln werden sollen oder Spaghetti oder feine Fettuccine, indem man sich die einfach ein bisschen sortiert und einfach der Länge nach nochmal halbiert. Dann brauchen wir den Ingwer. Den Ingwer schälen wir uns auch, ganz normal. Der Ingwer wird jetzt klein geschnitten in Streifen. Wer nachher nicht auf Ingwer beißen möchte, der kann es auch gerne in einen Teesieb einfach mit in das Möhrenwasser dann nachher reinhängen. Oder wer Ingwer generell nicht mag, einfach weglassen, ist kein Problem. Das Ganze geben wir jetzt in leicht kochendes Wasser, was etwas gesalzen ist. Lassen das Ganze einmal ganz kurz aufkochen und dann einfach beiseite ziehen. Gut, nun kommen wir zum Zander. Den Zander, den bekommt man eigentlich fast immer ganzjährig, außer April und Mai, da hat er eine Schonzeit. Er ist ein sehr schöner Fisch, hat ein schönes festes weißes Fleisch, eignet sich perfekt für dieses Gericht. Der Zander hat immer die Gräten in der Mitte. Wenn man mit dem Finger leicht rüber geht, dann merkt man das, dass man hier mal so kleine Brücken hat. Wer keine Lust hat, da mit einer Grätenzange die alle zu ziehen, da gibt es auch ein ganz einfaches Mittel. Man schneidet einfach direkt über den Gräten ein und dann von der anderen Seite auch. Eine Art V-Schnitt. Dann nimmt man sich das Ganze und jetzt kann man so die ganzen Gräten mit einmal rausziehen. Hinten das Schwanzende ab, schneiden wir uns unsere Portion. Den Zander, den salze ich, nur von der einen Seite erstmal. Den werde ich nur auf der Hautseite anbraten. In leicht Warmöl, die Pfanne darf nicht zu heiß sein, weil sonst wölbt er sich immer gleich. Und dann werde ich ihn 3-4 Minuten auf der Hautseite anbraten, dann umdrehen, die Flammen fast ausmachen, ein Stückchen Butter dazugeben, das restliche Salbei. Ja, und dann zieht er ganz gemütlich durch. Derweil nehmen wir uns unsere Möhren-Fettuccine, machen eine Pfanne heiß, da ein wenig Butter rein. Dann salzen wir das Ganze. Und um der Schärfe vom Ingwer entgegenzuwirken, ruhig etwas Zucker.
Wenn der Zander auf der Fleischseite liegt, ruhig die Flamme runter machen. Nochmal etwas salzen. Ein Stückchen Butter für den Geschmack. Und dann die restlichen Salbeistiele von den Kartoffelchips einfach mit dazu. Und schön anbraten. Das Ganze jetzt ruhig ziehen lassen, so ungefähr 4-5 Minuten und dann sollte der Fisch perfekt sein. Gut, nun haben wir alles beisammen. Wir haben den Zander gebraten, wir haben die Kartoffelchips und wir haben die Möhrenfettuccine. Kommen wir jetzt zum Anrichten. So, damit wären wir dann auch fertig. Unser Hauptgang, gebratenes Zanderfilet mit Möhren-Ingwer-Fettuccine und Kartoffelsalbei-Chip. Ich wünsche guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de